So, meine Freunde, weiter geht's mit dem nächsten Part von Castlevania Lords of the Shadows. Ups, 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 ups. Ups, okay, das war also eine gute Idee. Soll ich mich ein bisschen besser beeilen? Up, up, up. Ja. Gut, ja. Eins noch. Jetzt mich nicht täuscht. Ja, genau. So. Da können wir uns, glaube ich, runterfallen lassen. Ist, glaube ich, kein Problem. Okay, gut. Hopp. So, jetzt bin ich enttäuscht. Komm schon. Komm, El Diablo. Oh Gott. Junge, war das nicht besser. So. Boah. Boah, scheiße. Wer rechnet damit, dass ein ganzer Block hier einbricht, Alter? Ja, ein bisschen verletzt. Das kann schon mal passieren. Wir sind ja auch nicht unsterblich. Der Exorzist ist ein Problem. Er leckt. Ach, Junge. Auf was für ein Gestalten man trifft. Befreie den Zwerg. Erstmal. Das hier. Okay, endlich. Ich erhöhe mein Leben. You found 5 Life Gems. Oh, toll. Es kann nur was werden, also ja, naja, klar. Getarnt. Jetzt geht's alle auf die Schnauze. Jetzt gibt's eine auf die Schnauze. Junge. Was hat der? Okay, gut. Hier geht's lang. Hopp. 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 Und hopp. Alle hopp. Hier kriegen wir irgendwas von dem. Eine Schriftrolle. Der sieht ja mal ansatzweise schön aus, mit ein bisschen Regenbogenfarben und ja. Da ist der Zwerg. Man sieht zwar, das Gefängnis so klein ist. Alles klar, gut, dass man die Umgebung zeigt. Bin ich sehr schön. Hat mir aber nicht wirklich viel gebracht. So.
tatsächlich mal was aktivieren, bevor ich überhaupt hier was mache. Achso. Gut. So, ihn kann ich jetzt gleich befreien. Vorne haben wir wieder so ein Jam-Ding. Jam-Ding. Pop-up the Jam. Pop-up der Waljunge. Oh Gott, ist das ein hässlicher kleiner Junge. Prinz. What can this humble servant do for you, my lord? Medusa. Where can I find her? I know where she is, Excellency. If I was squeezed in this prison, I could help you find her. Try any one of your tricks, and it'll be the last thing you'll ever do. You won't regret it, most gracious prince. Junge, die Nasenflügel sehen aus wie Schrotflintenläufe, Alter. Ja, da auf zu schreien, du kleiner Bengel. So, als erstes holen wir uns den Jam-Scheiß davon. Wie wär's mit rechts? Und jetzt? Ne, doch mal. Ah. Geht sich noch einer aus? Nein. Ja, das geht sich natürlich aus. Alter, dass ich ja jetzt ganz Zeit das machen muss, ne? Pop-up the Valium. Von einer Plattform zu der nächsten. Das da hinten hole ich mir jetzt auch. Was war denn das jetzt? Okay, gut. Siehst du? Alles klar. Was ist das? Ja. Wieder ein bisschen eiskalt. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich gesagt habe. Irgendwie, keine Ahnung, das war das Gefühl, was jetzt passt. Das ist eiskalt. Ja, so muss ich ihn holen, oder? Nicht schlecht, Schloss. Wahrscheinlich fällt er jetzt ganz runter. Now connect the cage with the bridge. Alright. Toll. Was ist das ganze Zeit, Alter? Kann der sich jetzt endlich mal zusammenreißen, weil sonst schlage ich ihn echt. Ernsthaft, ich tue ihm weh. Mich würde es interessieren, was da ganz rechts ist. Ist das ein Schlüssel? Wir müssen das Sealbreaker.
Ups. Also nicht da. Take the cage, the seal breaker. Oh. Dachte, er schraubt ihn einfach nur auf, wie so ein Flaschenzug oder so, also in so einer Flasche. So ein Verschluss. Eine Zeit lang dachte ich, er hat keine Füße. My Lord, my Prince, thank you. Thank you so much for this infinite kindness. I don't know how to thank you enough. Genau, in die Fresse. Make sure you keep it. Horse? My Prince, of course. Okay. Breitet er kann mir mehr vor. Okay. Weird. I hope I have pleased you, Excellency. Get out of my way. Whatever you say, my prince. With your permission, Majesty, I would like to reopen my humble shop here in the castle. For your own personal needs, of course. With your leave, sire. You can count on a most generous discount on all articles to sale. I hope to be of service to you, O great and powerful one. Junge. Alles klar, meine Freunde. Wir sehen uns dann beim Kampf gegen Medusa. Servus.